Wie war der Flug? Zu spät und zu lang. Aber New York war toll. Sind Sie vom Flughafen hergerannt oder wie? Vom Parkplatz über die Umkleide. Brauchen Sie ein Sauerstoffzelt oder geht's auch ohne? Ich fühle mich großartig. Bin topfit. Topfit also, ja? Ja. Dann beweisen Sie es mal, ne? Nullerfaden einfädeln. Jetzt. Sie auch, Jan. Sie haben 10 Sekunden. Was checken wir vor jeder CPR? Sie meinen... Der Patient stirbt? Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie und Spannungspneumothorax. Tamtamtam. 4H. Hypoxie, Hypovolemie... Oh, ein Trauerspiel. Also, im Namen des gesamten Teams, herzlich willkommen zurück. Hey. Wie war der Kongress in Weimar? Gut. Hast du gute Gespräche geführt? Ja. Ben, komm schon. Ich habe keinen neuen Doktorvater gefunden, wenn du das meinst. Sie hat sich ein Messer ins Bein gerammt. Ich habe sie sofort gepackt und ins Auto gesetzt. Wie viel Blut hat sie verloren? Keine Ahnung. Viel. War sie bewusstlos? Nein. Also ansprechbar? Ja. Das ist gut. Sonst irgendwas, was ich wissen muss? Haben Sie Schmerzen? Sie ist querschnittsgelähmt. Okay. Ist gut, wir nehmen die Trage. Das hier sind die Zahlen für das Belegarztprogramm. Dankeschön. Mhm. Ich muss zugeben, das haben Sie sehr gut hinbekommen. Ein Lob von Ihnen. Den Tag streiche ich mir rot im Kalender an. Sie sind doch sicherlich auch zum Berliner Investorentreffen eingeladen. Ja, Berlin. Ich bin gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich will, dass Dr. Scherbers sich mit dem Traumazentrum für den Johannes Hartlieb-Preis bewirbt. Den Innovationspreis? Ja, großes internationales Renommee. Geht's Ihnen gut? Entschuldigung. Das geht aber nur mit Dr. Stein zusammen. Wieso? Das Traumazentrum ist Teil des JTKs. Das JTK ist ein ganz gutes Krankenhaus, aber Sie müssen zugeben, dass Dr. Stein einen großen Anteil an Ihrem Zentrum hat. Das ist doch lächerlich. Sicherlich hat der Dr. Scherber Sie und damit Rat und Tat zur Seite gestanden. Aber es ist doch... Also mindestens die Hälfte des Ruhms und des Preisgeldes stehen der Sachsenklinik zu. Ich kenne auch Dr. Kurz vom Vergabegremium. Also, gut, dann... Soll Dr. Stein mit auf das Bewerbungsformular? Abgemacht. Entschuldigung. Der Blutverlust ist ziemlich hoch. Zum Glück hat es nicht den Knochen getroffen. Das mit Weimar tut mir leid. Haken? Ich hab dein grünes Shirt endlich gefunden. Ich hab's dir in den Spind gelegt. Danke. Lag unterm Sofa. Wahrscheinlich hat Raya das da hingeschickt. Können wir den Smalltalk vielleicht lassen? Die Laborwerte sind da. Der Entzündungswert ist etwas erhöht. Großes Labor. Sonst ist alles im normalen Bereich. Entfernst du bitte das Messer? Keine kulissenartige Verzierung des Stichkanals. Die Nerven sind soweit unverletzt. Außer hier. Unter normalen Umständen hätte sie höllische Schmerzen gehabt. Also wenn sie wirklich nichts gespürt hat, muss die Querschnittslähmung die Nerven des Rückenmarks ziemlich beschädigt haben. Gefäßlähmer? Die Oberschenkelarterie ist betroffen. Okay. Blutung steht. 5 Nullerfaden und Patch bitte. Die Läsion ist klein genug für eine direkte Naht. Naht bitte. Ich
der Linda. Dusche ist frei. Oder? Hm? Ja, Dusche ist frei. Hey, Schatz. Die OP lief gut. Sie haben Glück im Unglück. Weil du die Ananas auch unbedingt selber schneiden musstest. Da war zu wenig Gelb auf dem Fruchtegel. Frau Mirza, wir haben noch einen Bluttest bei Ihnen gemacht und, Sie sind schwanger. Unser Belegarzt für nächste Woche hat kurzfristig abgesagt. Wir brauchen einen Ersatz. Mhm. Vielleicht sollten wir über einen Streichelzoo nachdenken. Das fördert den Heilungsprozess. Was hältst du von Lamas? Hm. Was? Lamas? Wolfgang, was ist los? Ach, Sarah Marquardt. Dr. Stein hat sehr viel Zeit in das Traumazentrum investiert. Wahrscheinlich würde sich Dr. Scherbers gar nicht ohne ihn bewerben wollen. Es geht um das Renommee des JTKs und die Wertschätzung für Dr. Scherbers Arbeit. Wolfgang. Sie hat uns ein ganz gutes Krankenhaus genannt. Eine Frechheit. Sie weiß, dass wir mehr als nur ganz gut sind. Ja, und das werde ich ihr zeigen. Wozu braucht dieser Mann 20 Liter Ethanol? Es hieß, es wäre ein Notfall. Das macht doch keinen Sinn. Sag das Moreau. Du, langsam werden die Dinger echt schwer. Ey, nicht langsamer werden. Was los? Notfall im Forschungslabor. Mhm, denkst du, was ich denke? Ich weiß, dass ich denke, was du denkst. Wisst ihr, was das soll? Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, 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 ja. Mensch! Die Armen. Das haben wir uns doch immer gewünscht, oder? Erst ein Junge und dann ein Mädchen. 3 Jahre auseinander. Arian und... Und Mina. Ich hab bloß nicht mehr damit gerechnet. Weißt du? Hey, Kleines. Die Überraschung ist dir gelungen. Hin, oder? Natürlich. Natürlich. So, da sind wir. Na ja, Kanister abstellen und rüber an den Tisch. Aber wo? Na, wenn's geht, heute noch. Na los. Spielkarten. Und wir dachten, es wäre ein Notfall. Sie denken zu viel. Sie machen 20 Liegestütze und Sie bauen ein Kartenhaus. Jetzt! 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln! Das ist ein Witz, oder? Sehen Sie mich lachen? Nein. Chantal, Sie bauen ein Kartenhaus. Ja, ja. Ganz ruhig mit den Händen. Als Chirurg sind Sie Stresssituationen ausgesetzt. Von Ihren ruhigen Händen und Ihrem kühlen Kopf hängen Menschenleben ab. Kriegen Sie das in den Griff. Ja? Sonst werden Sie den OP eine ganze Weile nicht mehr von innen sehen. Kein Witz? Kein Witz. Wechsel. Darf ich? Klar, bitte. Wow. Sie wissen noch keine halbe Stunde, dass Ihre Frau schwanger ist und planen schon das Kinderzimmer. Ja, 0815, das gibt's bei uns schon seit 2 Jahren nicht mehr. Das ist ganz schön herausfordernd, oder? Was meinen Sie? Querschnittslähmung und Baby. Also wenn eine das schafft, dann Neda. Klar. Die ersten Monate nach dem Unfall, die waren hart. Was, ein Autounfall? Skiunfall.
Wir waren auf der Piste wie jedes Jahr. Nee, da ist eine unheimlich gute Skifahrerin. Aber da kam plötzlich dieser Snowboarder wie aus dem Nichts. Sie ist verdammt zäh. Bekommt sie Hilfe? Braucht sie nicht. Wirklich. Sie ist der Fels von uns beiden. Sie ist extrem stark. Wenn Neda sagt, dass wir das schaffen mit dem Baby, dann glaube ich ihr. Das ist toll. Also, wenn ich hier Elternzeit nehme und Neda da, dann müsste das eigentlich funktionieren. Oh Gott, können Sie uns eigentlich eine gute Kita empfehlen? Ich würde vielleicht erst mal mit der Hebamme anfangen. Aber ich kann Ihnen da eine gute empfehlen. Ich suche Ihnen die Nummer raus. Vielen Dank. Ja, ja, genau. Wir haben uns letztes Jahr in Hamburg kennengelernt. Entschuldigen Sie. Frau Marquardt, geht's Ihnen nicht gut? Ich hab was im Hals. Dr. Kurz. Dr. Kurz vom Johannes Hartlieb-Preis. Ja, ich bin noch dran. Soll ich vielleicht besser übernehmen? Dr. Kurz. Wolfgang Berger hier vom Hannes-Thal-Klinikum. Hat Ihnen Frau Marquardt schon erzählt, dass unser Haus sich bewerben will? Und die Sachsenklinik? Unsere Ärztin, Dr. Scherbers, hat hier... wissen Sie was? Ich gehe gleich in mein Büro und dann reden wir noch mal in Ruhe. Haben Sie meine Nummer? Ja, gut. Bis gleich. Dankeschön. Ich... Dr. Moreau. Ich habe was im Hals. Ein Frosch? Könntest du mir bitte helfen? Also schnell. Kommen Sie mit, Frau Marquardt. Frau Mirser. Ich wollte mir nur was zum Trinken holen. Ja, genau dafür ist der rote Knopf da. Sie sind gerade frisch operiert worden. Sie müssen sich unbedingt ausruhen, ja? So viel Arztbesuch an einem Tag. Lassen Sie mich raten, ich bekomme Zwillinge. Nicht ganz. Ihre Blutwerte haben erhöhte Entzündungswerte angezeigt. Das würde ich gerne im Auge behalten. Das ist doch nichts Dramatisches, oder? Ist wahrscheinlich nur ein Harnwegsinfekt. Das kommt bei Querschnittslähmung häufiger vor. Ich müsste Ihnen trotzdem einmal eine Urinprobe abnehmen. Nein, das mache ich lieber selbst. Okay. Ich stelle Ihnen alles hier hin und wenn Sie soweit sind, dann sagen Sie Bescheid. Okay? Warten Sie. Könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Seit wann haben Sie dieses Fremdkörpergefühl? Seit ein paar Stunden. Mhm. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen der Speiseröhre? Nein. Haben Sie irgendwas Besonderes gegessen? Nur einen Salat. Um das Ganze abzukürzen. Ich habe keinen Husten, keinen Schnupfen, kein Fieber, keine Allergien. Es sticht nur im Hals und tut weh beim Schlucken. Okay, ich gucke mir das mal genauer an. Machen Sie mal den Mund auf, ganz weit auf und die Zunge ausstrecken. Sehr gerne. Neda Mirser, sind Sie eigentlich Perserin? Mhm. Sie auch. Deletum Persal machat ja doch da. Farinadore, Hauptsache gesund. Hier ist es. Sehen Sie, sieht alles gut aus. Die inneren Organe sehen gut aus. Und es ist 7,1 Zentimeter lang. Was pulsiert das? Ist das das Herz? Ja, das kann man schon sehen. Mache ich mir was vor, wenn ich glaube, ein Kind haben zu können? Nein. Medizinisch spricht überhaupt nichts gegen eine Schwangerschaft. Sie beide müssen nur etwas engmaschiger kontrolliert werden. Und die Geburt? Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Mann ist schon auf der Suche nach einer Hebamme, die sich damit auskennt. Das wird. Keine Auffälligkeiten. Also, ich habe mir mehr von Ihnen erwartet, Herr Doktor. Wo wollen Sie hin, Frau Marquardt? Zu Berger? Ja, Berger kann warten. Aber es ist doch nichts. Ja, das höre ich. Ich nehme Ihnen erstmal Blut ab, dann geht's ins CT. Ich schicke Ihnen eine Schwester, die Sie hinbringt. Ja? So wie Sie mit Untersuchungen um sich schmeißen, da tut einem der Berger ja schon fast leid. Wissen Sie eigentlich, wie viel so ein CT kostet? Ja, Thorax 134, Kopf 167, Abdomen 151. Und bei Ihnen machen wir alle drei. Kollegen aus Leipzig genießen hier VIP-Status. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, stimmt. Warum braucht man eigentlich auch eine Stimme, ja?
Sie können ja auch wutentbrannte und hocheloquente Beschwerdebriefe schreiben. Also gut. Aber beeilen Sie sich. Ich weiß, was der Berger schon wieder treibt. Und wehe, Sie stechen daneben. Dr. Schabers. Herr Berger. Dr. Schabers, die Frau der Stunde. Okay. Es ist wirklich toll, was Sie mit dem Traumazentrum leisten. Danke. Ich will diesen Verdienst gewürdigt wissen. Was heißt das? Ich will, dass Sie sich mit dem Traumazentrum für den Johannes-Hartlieb-Preis bewerben. Ein Preis? Der Preis. Und niemand hätte das mehr verdient als Sie. Das Bewerbungsverfahren ist ziemlich aufwendig, was die alles wissen wollen. Wir brauchen eine umfassende Dokumentation. Aber Dr. Stein ist mit von der Partie. Zu zweit ist das nur die halbe Arbeit. Ich weiß nicht. Herr Berger, schauen Sie, das Traumazentrum ist jetzt zertifiziert. Aber ich habe hier eine Menge Arbeit. Und ich habe die Ausbildung der Assistenzärzte. Und die ist mir ehrlich gesagt wichtiger als irgendein Preis. Nicht irgendein Preis. Ich möchte das nicht. Sie können sich ja noch mal ganz in Ruhe überlegen. Tut mir leid. Nein. Ja, bitte? Wieso übergehst du mich? Frau Heuer ist meine Patientin. Frau Heuer hat mich nach alternativen Behandlungsmethoden gefragt. Es gibt keine alternativen Behandlungsmethoden für Ihre Schulter. Entweder OP oder Schmerzen. Entschuldige, aber da bin ich anderer Meinung. Natürlich gibt es Dr. Lindner, was halten Sie von der Erforschung des Pankreaskarzinoms? Machst du das eigentlich mit Absicht? Raus. Aber... Raus! Was? Entschuldige, das ist mein Behandlungsraum. Du kannst hier nicht einfach Leute rausschmeißen. Ich mag es nicht, wenn man mich unterbricht. Was heißt denn hier unterbrochen? Mit Frau Heuer waren wir wohl fertig, oder? Hier. Das hast du dir so gedacht. Ich hingegen fange gerade erst an. Oh, ja, oh. Also erklär es mir doch. Wenn ich so mit einem Oberarzt sprechen würde, dann hätte ich direkt eine Abmahnung. Das ist, du, ich merk's nicht. Nein, natürlich merkst du es. Also war es dir einfach egal. Was? Nein. Vielleicht sollten wir es mal Theresa sagen. Bist du wahnsinnig? Sie braucht keine Hilfe. Ich habe da gerade meinen Kopf reingehalten und sie hätte ihn mir fast abgeschlagen. Außerdem habe ich die beiden heute Morgen... erwischt. Hm? Ah. Gar nichts. Die beiden sind ein Paar? Und wenn mir irgendjemand dazwischen funkt, ist das klar? Ja, du hast deinen Standpunkt sehr klar und deutlich vertreten. Danke. Zwischen uns... Tom Zorndick, mitkommen. Ich wollte... Du bist bei mir eingeteilt, oder? Also überzeugen wir zwei diese Kalkschulter jetzt davon... Rantala! Schwester, gehen Sie ruhig schon mal vor zum CT. Ich komme gleich nach. Ja. Frau Marquardt, ist Ihnen heiß? Alles gut. Was hat er denn gesagt? Ich habe schlechte Nachrichten. Warum wundert mich das nicht? Das Gespräch mit Dr. Kurz war sehr nett. Trotzdem wird sich das Traumazentrum nicht um den Preis bewerben. Wieso? Dr. Schabers will nicht. Wie, sie will nicht? Es ist ihr Job, dass sie das will. Gut, dann macht das eben Dr. Stein allein. Nein. Und Sie bekommen eine Kopie von der Urkunde. Das Traumazentrum gehört zum JTK. Und 20% vom Preisgeld. Dr. Schabers hat das Projekt in tragender Rolle. Ach, jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich, Berger. 33% ist mein letztes Angebot. Sie hat es in tragender Rolle vorangetrieben. Und davon habe ich Dr. Kurz in unserem sehr langen Telefonat auch ausführlich berichtet. Sie... Was heißt denn umgefallen? Dass sie jetzt in meinem Büro liegt. Ja, dann helfen Sie wieder hoch und bringen Sie sie endlich ins CT. Ohne Bilder kann ich eh nichts machen. Bestimmt hat sie nur zu wenig getrunken. Ich steche eine Diagnose, Dr. Berger. Dr. Moreau, nehmen Sie das bitte ernst. Das geht um unseren guten Ruf. Und ich dachte, es geht um die Gesundheit von Frau Marquardt. Ja, schon klar. Was läuft denn da eigentlich gerade zwischen Ihnen und Frau Marquardt? Der Verwaltungschefin aus der Sachsenklinik. Sollten wir doch wohl den bestmöglichen Service bieten. Woran arbeiten Sie eigentlich die ganze Zeit? Also das auf die Schnelle zu erklären, wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert. Können Sie das schön langsam erklären, sodass es auch die Leute vom Johannes-Hartlieb-Preis verstehen?
Sie meinen ich... Sie stellen mit Ihrem Forschungslabor die Weichen für die Medizin der Zukunft. Wer sollte diesen Innovationspreis bekommen, wenn nicht Sie? Das bedeutet internationale Aufmerksamkeit. Renommee. Was muss ich dafür tun? Alle Unterlagen ausfüllen und das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen. Oh, meine Güte, das klingt nach einer Menge unnötiger Arbeit. Für die Assistenzärzte, wie ich sie kenne. Wollen Sie verlieren? Nein. Ich überleg's mir. Wunderbar. Ich stelle Ihnen alle wichtigen Informationen zusammen. Und kümmern Sie sich um Frau Marquardt, selbst wenn Sie sie persönlich ins CD schieben. Fötus ist gut entwickelt. Frau Mirzas Kind. Schön. Ja, schön eigentlich. Ich befürchte nur, dass ihr Zweifel kommen, ob sie das alles schafft. Was ist los? Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht mal mit ihr reden kannst. Und ihr Mut machen. Du meinst so von Behindertem zu Behinderter? Nein. Ich meine, von Betroffenem zu Betroffener. Ben, du bist der lebende Beweis dafür, dass man alles schaffen kann. Trotz aller Rückschläge. Versuchst du mir gerade Mut zu machen? Soll ich? Ich rede mit ihr. Grete da, Grete weg. Dr. Moreau, Sie sollten Frau Marquardt beruhigen, nicht einschläfern. Sedieren, ne? Sag ich doch, was soll denn das? Arztgeheimnis, schon mal was von gehört? Was wollen Sie eigentlich hier? Moment mal, ist das Ihr CT-Bild? Ist das eine Grete in Ihrem Hals? Ja. Sie hat Salat gegessen, mit Fisch. Hier bei uns in der Cafeteria. Berger, wenn Sie Angst haben, verklagt zu werden, dann ist das gerade wirklich nicht mein Problem, ja? Und jetzt bitte, ja. Ich nehme an, bei so einer Lappalie gibt's keine Folgeschäden. Ist der Ösophagus perforiert, liegt die Sterberate bei 10%. Was? Ja. Und jetzt lassen Sie mich endlich meinen Job machen. Sicher. Der Johannes-Hartlieb-Preis. Ich lege Ihnen die Unterlagen hier hin. Grete, Grete, wo bist du? Und ein rollstuhlgerechter Wickeltisch, der ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Sag mal, wusstest du, dass wir einen Schreiner direkt um die Ecke haben? Und ich beantrage den Zuschuss bei der Krankenkasse gleich morgen. Schau mal hier, da steht alles drin. Ich habe schon unseren Ansprechpartner rausgesucht. Jetzt nimm schon, Neda. Ich komme später nochmal wieder. Nein, warten Sie, ich muss Ihnen was sagen. Ich möchte das Kind nicht. Was? Wieso? Nieder, was ist los? Eine Mutter sollte ihr Kind beschützen. Auf es aufpassen. Da sein, wenn es sich wehtut. Aber das können wir doch irgendwie gemeinsam hinbekommen. Theo, es ist gut so, wie es ist. Ich habe endlich wieder alles im Griff. Und jetzt ein Kind, Theo, das ist zu viel. Und das ist okay. Dr. Albert. Nein, Nieder. Vorhin meinst du doch, dass wir das schaffen. Ich habe mich eben getäuscht. Hast du die Zeit nach dem Unfall schon wieder vergessen? Willst du, dass es auch nur ansatzweise noch mal so wird? Wir wollten immer Kinder. Wollten. Vergangenheit. Dr. Albeck, könnten Sie mir bitte einen Termin in der Schwangerschaftsberatung besorgen?
versteckst du dich von mir? Wir morgen früh einen Schilddrüsentumor auf dem Tisch. Ich wollte nur sicher gehen, dass die Kamera alles einfängt für die Assistenzärzte. Ist doch ein Routineeingriff. Ja. Junger Familienvater. Tumor hat bereits metastasiert, trotz Chemo. Brauchst du noch mal Assistenz? Du bist keine Assistenz. Ja, deswegen bin ich in umso größeren Hilfe. Ja, lass das nur nicht Tom hören. Das heißt, du bist nicht mehr sauer? Ich habe Frau Heuer überzeugt, die OP zu machen. Nicht wahr, oder? Ey, du bist so ein Dickkopf, das ist unglaublich. Vor morgen früh kommt hier keiner mehr rein. Ist das so, ja? Bin ich froh, dass es mich diesmal nicht erwischt hat. Ganz ehrlich, ich find's gar nicht so blöd. Komm, zieh aus den Waden. Der macht schon Intervalltraining vor einer OP. Irgendwie müssen wir ja unseren Puls hochjagen. Komm, noch eine Runde. Vor allem müssen wir zur Einteilung, Nico. Das stimmt. Sorry. Was? Aufgabe von Dr. Moreau. Wir trainieren gerade unseren Puls schnell wieder unter Kontrolle zu bekommen. Damit wir auch in Stresssituationen Kartenhäuschen bauen können. Keine Metapher. Um eine ruhige Hand zu haben. Ich verstehe. Dafür müssen Sie richtig atmen. Ganz tief in den Bauch rein. Sie können die Hand drauflegen und es kontrollieren. Durch die Nase ein, durch den Mund ganz langsam wieder aus. Wenn die ganze Luft draußen ist, nicht sofort wieder einatmen. Ein paar Sekunden warten und dann durch die Nase ganz ruhig wieder ein. Das hilft? Das ist eine geheime CIA-Technik. Also, die Einteilung. Also das Fremdkörpergefühl ist weg. Ja, also es brennt noch ein bisschen, aber ich glaube, das kommt vom vielen Husten. Ab in die Radiologie. Was? Auf gar keinen Fall. Sie haben die Geräte nicht gefunden, also scheint sie sich selbst aufgelöst zu haben. Wir wollen doch nicht zu viel Zeit verlieren. Der Johannes-Hartlieb-Preis? Ja. Wollen Sie sich bewerben? Und wenn? Mit Ihrer niedlichen kleinen Korallenshow? Ach. Osteokonduktive Hydroxylapatide. Naja, es bleiben Korallen. Zur Perfektionierung stabilerer Knochenersatzstoffe. Und zugegeben, nicht ganz unerfolgreich. Vielleicht sollte ich mich ja doch bewerben. Wissen Sie was? Ich glaube, der Johannes-Hartlieb-Preis wird völlig überschätzt. Ach ja? Ja, ja. Der Bewerbungsaufwand, der steht in überhaupt keinem Verhältnis. Und im Hintergrund, das ist nur Politik und Schiebereien. Dafür haben Sie doch gar keine Zeit. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. London? Ich erstmal nur eine Nachricht. Ben? Ich überlege, meine Doktorarbeit in London zu beenden. Wie jetzt? Vor Ort? Die haben da ein sehr gut ausgestattetes Labor, in dem sich Georg und seine Freunde wohlfühlen werden. Da heißt er halt George. Georg und seine Freunde, was ist mit Raya und Leila? Du, ich weiß, dass das nicht ganz ideal ist. Ich versuche gerade, meine Möglichkeiten abzuklopfen. Gut, Möglichkeit 1, rauf dich mit Moreau zusammen und bring das Ding hier zu Ende. Nein. Okay, dann... London kann doch nicht die Lösung sein. Elias, ich stecke hier in der Sackgasse. Beruflich und privat. Was sagt überhaupt Leila dazu? Alles klar. Ben... Das ist Kacke. Wo
Frau Marquardt. Schmeckt der Kaffee? Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass sich Dr. Stein und Dr. Scherbers gemeinsam auf den Johannes-Hartlieb-Preis bewerben. Ich habe Ihnen noch gesagt, Dr. Scherbers... Stattdessen schicken Sie jetzt Dr. Moreau ins Rennen. Nur weil Dr. Scherbers mit Ihrem Traumazentrum nicht teilnehmen will, heißt das doch nicht, dass Dr. Moreau das nicht tun darf. Er leistet mit seinem Forschungslabor wirklich wegweisende Arbeit. Wissen Sie, was ich glaube? Das haben Sie von Anfang an geplant, weil Sie nicht zugeben können, dass Dr. Stein involviert war. Ich bin vieles, aber kein Falschspieler. Das ist noch nicht zu Ende. Schön, dass es Ihnen anscheinend wieder besser geht. Können Sie mir bitte sagen, wo Dr. Scherbers ist? In der Notaufnahme. Wissen Sie was? Das war einfach richtig gute Arbeit gerade im OP. Ich habe einfach was gemacht. Ja, was war genau das Richtige was? Tom, ich finde euren Schilddrüsentumor nicht. Ich habe die Kamera aber angemacht. Ja, von heute Morgen ist da nichts. Okay. Siehst du, freust dich. Was? Über deinen Ziehsohn. Komisch. Obwohl, warte, hier ist eine Datei von gestern Abend. Aber so spät war definitiv keine OP, ne? Öffne es mal, vielleicht hat es einen anderen Namen. Okay. Die Kamera. Tom, wir müssen die OP nochmal nachbesprechen. Das haben wir doch gerade eben. Oh, stimmt, hier ist wirklich nichts. Was? Moment mal. Du hast es gelöscht. Echt? Ups. Vielleicht ist es noch ein Papierkorb. Ich habe einen Kugelschreiber gesucht. Die Wunde sieht gut aus. Sehen Sie, alles halb so schlimm. Ja, Ihre Entzündungswerte, die sind immer noch erhöht. Frau Mörser, ich würde gern mit Ihnen über das Katheterlegen reden. Warum? Ein nicht korrekt gelegter Katheter, der kann Infektionen begünstigen. Ich mache alles richtig. Wie oft am Tag katheterisieren Sie sich? Ich komme klar. Sicher. Geben Sie mir einfach die Antibiotika. Sehen Sie, in Ihrer Akte steht, dass Sie in den letzten Monaten immer wieder Antibiotika bekommen haben, wegen Entzündung. Ich habe sie selbst verursacht. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Ich soll ein Kind bekommen. Ich kann mich nicht mal um mich selber kümmern. Frau Marquardt hat mich angerufen. Sie will, dass Dr. Stein und ich uns für irgend so einen Innovationspreis bewerben mit dem Traumazentrum. Toll. Keine Ahnung. Das Bewerbungsverfahren ist ziemlich aufwendig. Du willst wieder mit Dr. Stein zusammenarbeiten. Von mir aus. Konntest du schon mit Frau Mörser sprechen? Sie will das Kind abtreiben. Was? Wie was? Ich habe das nicht für Sie entschieden, Leila. Ich kann hier so nicht weiterarbeiten. Ich mache meine Doktorarbeit in London. Ich habe mich informiert, Leila. Wir könnten eine Pflegekraft beantragen, die uns mit dem Baby unterstützt. Theo, das bringt doch nichts. Meine Eltern würden sicher auch gerne helfen. Das macht dir nichts aus, wirklich. Mach das bitte nicht noch schwerer, als es schon ist. Du machst es dir zu leicht, Neda. Das geht hier um Kind, verdammt. Das ist unser Kind. Denkst du, das weiß ich nicht? Ja, und wieso bist du dann so? Weil ich behindert bin, Theo! Scheiße. Was? Neda, da ist Blut. Hallo. Du hast ja so gute Laune. Dr. Moreau wird der diesjährige Preisträger des Johannes-Hartlieb-Preises. Ach, steht das schon fest? Schön wär's, aber er hat gute Chancen. Naja, und Frau Marquardt ist außen vor, ja? Keine Ahnung, da war plötzlich Blut. Ihr ist schwindelig geworden, ihre Stirn ist ganz heiß. Warten Sie bitte draußen, wir kümmern uns um Ihre Frau.
Mein Kopf hämmert. Blutdruck 170 zu 95, Puls 105. Wie kann denn das sein? Eben war doch noch alles in Ordnung. Haben Sie Beschwerden beim Atmen? Der Harnwegsinfekt könnte der Auslöser sein. Bitte, Sie müssen das Baby retten. Dr. Moreau, haben Sie schon entschieden? Ich frag mich noch, was ich davon hätte. Was sagt er da? Ruhm und Ehre. Oh, entschuldigen Sie, aber das ist es nicht wert. Gibt es nicht ein Preisgeld für den Gewinner? Wie bitte, was? Na ja, ein neues Raster-Elektronenmikroskop wäre vielleicht drin. Damit liegen Sie mir ja schon ewig in den Ohren. Ja, das ist ein bisschen wenig, ja? In Anbetracht der vielen Möglichkeiten und der Partnerschaften, die das JTK dadurch bekommen könnte. Ja. Ach, verdammt. Ich wusste, dass sowas nicht stimmt. Okay, sofort ins CT. Ich bin gleich da. Ja, okay. Was ist passiert? Frau Marquardt hustet Blut. Was? Gottes Willen. Ich halte London für keine gute Idee. Okay. Ben, wie alt bist du? Alt genug, um das selber zu entscheiden. Weglaufen ist keine Entscheidung. Außerdem brauchen wir dich hier. Raya braucht dich. Und es ändert auch nichts. Oder glaubst du, du kriegst in London deine Doktorarbeit geschenkt? Oh ja, komm, ey, reib's mir noch unter die Nase. Ich hab das manchmal so satt. Was? Alles. Die OP wartet. Ich glaube, ich kann das gerade nicht. Ich operiere jetzt alleine? Emma. Ich habe dir noch von der Patientin mit der Querschnittslähmung erzählt. Ja. Würdest du die Assistenz übernehmen? Ja, gern. Okay, für dich. Waschen Sie sich ein. Entschuldigung, ich war auf der anderen Seite des Krankenhauses. Die Magistrale war dicht und ich musste einen riesen Umweg laufen. Ausreden über Ausreden, das haben Sie doch gar nicht nötig, Rantamtam. Sie haben gesagt, Frau Marquardt spuckt Blut? Ja, ein paar Tropfen. Wo sind eigentlich die anderen Zwerge? Tom und Rebecca sind im OP und Emma... Ja, ja, ich will es gar nicht wissen. Was haben wir hier? Die Grete hat sich verschoben. Sie liegt nicht mehr quer, sondern längs. Was noch? Sind das Lufteinschlüsse? Fragen Sie mich das? Das heißt, die Grete hat den Ösophagus perforiert. Mhm. Gefahr? Was ist Rantamtam? Na, machen Sie schon. Gefahr? Mediastinitis. Was unternehmen wir? Wir entfernen die Grete und verschließen das Loch mit Fibrin. Dann geben wir Antibiotika. Steile Lernkurve. Alles eine Frage der Technik. Sagt man doch, oder? Hochmut kommt vor dem Fall. Hm? Sagt man doch, oder? Vorhin, das war vermutlich nur eine Schmierblutung. Mhm. Aber wir können von Glück sagen, dass sie sie hatte. Sonst wäre die Gallenblasenentzündung länger unbemerkt geblieben. Ja, fast sage. Der Körper kämpft heftig dagegen an. Ja, in Kombination mit der Lähmung spielt er verrückt. Es ist nicht klar, wie lange das noch gut geht, oder? Aber wenn wir den Fötus retten wollen, müssen wir der Mutter helfen. Also weiter. Da ist sie. Ich greife die Gallenblase mit der Fasszange. So, die Grete ist raus, das Loch ist geschlossen und die Antibiotika sollten eine Entzündung verhindern. Trotzdem würde ich Sie gerne noch ein paar Tage hier behalten. Ja, das ist gut gemeint, aber in Leipzig erhole ich mich besser. Mhm. Oh, Sie haben mitgedacht. Vielen Dank. Sie entlassen sich gegen ärztlichen Rat. Nein, ich vertraue Ihrer Arbeit. Gute Heimreise. Danke, Dr. Moreau. Sie wollen gehen? Ja. Und wenn was ist in Leipzig, bin ich ja gut versorgt. Ich bin sicher, Dr. Moreau hat schon dafür gesorgt, dass nichts passieren wird. Und wenn Sie das nächste Mal Fisch essen, aufgepasst. Hm?
Und Dr. Moreau will sich ja jetzt gar nicht um den Preis bewerben. Wie es scheint, glaubt er nicht so recht, dass es sich lohnt. Ach, schade. Da gehen wir wohl beide leer aus. Mhm. Warten wir es ab. Wen? Sind die für mich? Ja. Die sind ja wunderschön. Vielen Dank. Ihre Gallenblase wurde entfernt. Ihr Blutdruck ist wieder normal. Das Baby. Ist ein kleiner Kämpfer. Ich kann nicht garantieren, dass ab jetzt alles glatt läuft, aber im Moment sieht es sehr gut aus. Danke. Ich hab's nur verdrängt, oder? Was meinst du? Alles. Den Unfall, den Rollstuhl, die Probleme. Ich dachte, ich komme klar, weil wir es verarbeitet haben, akzeptiert haben. Aber das ist Bullshit. Nichts habe ich akzeptiert. Jeden Tag hasse ich dieses Scheißteil. Ich hasse es, nicht mehr aufstehen zu können. Ich verfluche jede Stufe auf dieser Welt. Ich würde am liebsten jeden Tag heulend ins Bett kriechen. Ich verstehe dich. Das ist okay, Neda. Ich will aber nicht schwach sein, Theo. Ich will das nicht. Ich weiß. Das ist das erste Mal seit deinem Unfall, dass ich dich weinen sehe. Es könnte sein, dass es nicht das letzte Mal ist. Und das Baby? Dr. Gerbers. Herr Berger, Moment. Vielen Dank. Sagen Sie mal, wollen Sie sich nicht doch bewerben? Dafür müsste ich noch mal in Ruhe mit Ihnen sprechen. Sie wollen feilschen. 60% des Preisgeldes zur freien Verfügung. Wie klingt das? Herr Berger. 70. Hören Sie mir bitte zu. Du willst dich auch für den Hartley-Preis bewerben? Ja, will sie. Veto. Haben Sie nicht? Das Elektronenmikroskop ist fest eingeplant. Ich wollte mich mit meinem Labor bewerben. Wunderbar. Doppelte Chancen. Ach, Konkurrenz in meinem Haus, ja? Angst? Fremdwort. Ich lasse Ihnen die Unterlagen bald zukommen. Herr Berger. Glauben Sie mir, irgendwann werden Sie mir danken. Dass wir zu wenig reden. Ich schon. Ben, ich habe das Gefühl, dass es wirklich egal ist, was ich mache. Es ist immer falsch. Und das fühlt sich so scheiße an. Und es tut mir so weh. Deswegen ist es wichtig, dass sich was ändert. Ja, klar. Aber London... Der Abstand wird helfen. Wie viel Abstand brauchst du denn noch? Wir haben uns seit Wochen kaum gesehen. Du wohnst bei Elias. Hat es irgendwas gebracht? Ich weiß es nicht. Aber so kann es nicht weitergehen mit uns, mit mir. Das ist die beste Lösung, die ich sehe.
Ben, bitte geh nicht. Ich muss Raya abholen. Hey, Richard. Nein, es ist alles gut. Es ist nur, wegen Ben. Ich weiß nicht, ob das nicht eine total dumme Idee ist, aber ich glaube, dein Sohn braucht deine Hilfe. Ist es weg? Es ist weg. Sicher? Ja. Der Papierkorb ist leer, ich habe es 5-mal gecheckt. Das ist ein bisschen schade. Neugierig. War gute Arbeit. Wir sind ein gutes Team. Hey, Tom, hast du Lust, heute Abend mit Miko, Rebecca und mir die Urlaubsfotos von New York anzuschauen? Ich will noch ein bisschen recherchieren. Ah, Tumor-Stroma-Interaktion. Ganz spannender Bereich in der Onkologie. Ich fasse es nicht, dass du aus dem noch einen Streber gemacht hast. Mist, ich finde dieses OP-Video nicht, das wir uns anschauen sollten. Ja, das wurde versehentlich gelöscht. Hast du im Papierkorb nachgeschaut? Da ist es nicht. Was machst du da? Für solche Fälle erstellt das JTK jede Nacht eine automatische Sicherungskopie. Da ist es ja. Ja, stopp!